My name is Anna Sikwe from Makolokwe. My dream is to see these children living healthy life here at the center because they don't get it from their houses. I need to give them love and shelter and give them everything they need unconditionally. Wir sind am ersten Tag auf dem Weg auf die Baustelle. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Dank der Pfauen sind wir vielleicht alle noch ein bisschen müde, aber es kommt gut. Wir haben den ersten Tag der Baustelle hinter uns und wir zeigen euch doch gerade mal unsere Kita. Hier haben wir gestartet mit dem Racing Track, den es gibt. Es gibt hier so kleine Scooter, die ich dann auch zwischen den Pneus herumkurven kann. Die werden noch farbig angemalt und noch fertig in die Erde gesetzt. Es war ziemlich heiß heute. Yes! Dann gehen wir weiter. Dann sieht man hier unsere drei Häuser, die wir haben. Und zwar haben wir uns für drei verschiedene Farben entschieden. Wir sind allgemein im Thema Madagaskar. Wir haben mega coole Bilder schon auf der Wange, wo wir schon relativ weit gekommen sind. Hier haben wir das beige Haus und dann hat es ein blaues und ein grünes. Und heute sind wir am ersten Tag schon fertig geworden mit Streichen. Also die Grundierungen stehen schon mal. Und ein Teil der Tiere ist auch schon ausgemalt. Und dann können wir vielleicht noch schnell hingern und ein bisschen hinweisen, wer dort, wo die Kinder jetzt im Moment im Provisorium sind. Sie sind nämlich im Moment im Haus von der Mama und haben dort ihre Betreuung. Er wird effizient. They can live up to 35 years. Oh. And that 35 years don't forget when we're in the field. Alright, so now we are going up the mountain. Und schon haben wir Stau. Südafrika, gell? Ja. Traffic Jam.